Hallo und herzlich willkommen in Rheinbach. Schön, dass Sie sich für unseren englischsprachigen Studiengang Applied Biology interessieren. Gerne zeigen wir Ihnen heute unsere Labore. Lassen Sie uns am besten gleich mal ins Gebäude gehen. Bauteil F wurde eigens für uns gebaut. Im Gebäude finden sich nur Labore. Der Zutritt ist natürlich üblicherweise beschränkt, aber heute dürfen Sie mal mit hineinkommen. So, unsere erste Station ist die Mikrobiologie. Hier befassen wir uns mit den kleinsten Lebewesen, Bakterien und Hefen. Man kann sie auf Platten betrachten oder unter dem Mikroskop. Nachfolgend ein paar Einblicke aus dem Laboralltag. In der Mikrobiologie ist es sehr wichtig, steril zu arbeiten. Die Studierenden lernen zunächst einmal, wie man Mikroorganismen überimpft, sodass nur der Keim, der gewünscht wird, auf den Platten wächst. Man nutzt die Techniken natürlich nicht nur, um Bakterien zu vermehren, sondern auch, um Sachen zu untersuchen. Hier zum Beispiel, welche Sauerstoffverhältnisse Bakterien brauchen, um ordentlich zu wachsen. Die Sauerstoffkonzentration innerhalb des Röhrchens, das hier gerade beimpft wird, ist unterschiedlich. So werden Bakterien, die viel Sauerstoff zum Wachstum benötigen, eher oben wachsen, während anaerobe Keime unten wachsen. Oftmals ist eine Probe allerdings zu stark konzentriert, sodass sie zunächst verdünnt werden muss. Hier arbeiten wir mit Natriumchlorid und einer Wasserprobe, die wir der Umwelt entnommen haben. Aber es ist Zeit, in ein neues Labor zu gehen, das Labor für instrumentelle Analytik oder auch Biotechnologie. Für die SDS-Page müssen zunächst die Platten gereinigt werden. Anschließend werden diese zusammengesetzt, so dass ein Gel hineingegossen werden kann. Nach dem Aushärten können die Taschen mit Proben befüllt werden und der Lauf wird gestartet. Als Ergebnis bekommt man ein Gel mit unterschiedlichen Banden.
Das zuvor gelaufene Gel kann anschließend in einem sogenannten Western Blot weiterverarbeitet werden. Als nächstes geht es in die Biochemie. Hier zeigt uns gleich die Arbeitsgruppe, wie man eine Proteinbestimmung mittels Bradford durchführt. Aber als erstes schauen wir uns noch ein wenig im Labor um.
Während in der Biochemie weitere Werte aufgezeichnet werden, wenden wir uns nun der molekularen Genetik zu. Von der PCR hat sicherlich jeder schon einmal gehört. Sie wurde angesetzt und ist nun hier im Thermocycler. Wir schauen uns an, wie es weitergeht. So, nun gehen wir in die letzte Station in Bauteil F, in die Immunologie. Bevor es auch hier gleich zu den Versuchen weitergeht, ein kurzer Blick ins Labor. In der Immunologie spielt Blut eine große Rolle. Wir zeigen Ihnen jetzt besser mal nicht, wie es genommen wird, aber wie es weitergeht. Gerade schon erwähnt, war das das letzte Labor im Bauteil F. Nun gehen wir rüber in Bauteil A, in die Histologie. Viel Spaß! So, wie Sie sehen, gibt es hier ganz viele Mikroskope. Doch bevor die Proben unter das Mikroskop gelegt werden können, müssen die Paraffinschnitte erst einmal hergestellt werden. Näheres dazu gibt es gleich. So,
Damit sind wir eigentlich schon fast fertig mit unserem Rundgang. Hier noch eine kleine Beispielsaufgabe, was man sonst noch so im Labor machen muss, inklusive Rechenbeispiel, nur dass Sie vorgewarnt sind.
Der Puffer ist nun fertig und wir verabschieden uns von Ihnen. Falls Sie noch Fragen zu unserem Studienangebot haben, speziell natürlich zur Applied Biology, so besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Webseite. Dort finden Sie weitere Informationen und Ansprechpartner. Ansonsten danke ich Ihnen für Ihren Besuch und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Suche nach einem geeigneten Studienplatz. Tschüss! Bevor ich es vergesse, wir bilden auch aus, Biologielaboranten. Also, falls das Studium doch nichts für Sie ist.